Wenig Bewegung, dafür mehr Süßigkeiten. Jedes sechste Kind in Deutschland ist seit Beginn der Corona-Pandemie dicker geworden. Fast die Hälfte bewegt sich seitdem weniger und etwa ein Viertel isst mehr Süßwaren. Diese alarmierenden Zahlen hat eine repräsentative Studie der Deutschen Adipositas-Gesellschaft ergeben. Dafür wurden insgesamt knapp 1000 Eltern mit Kindern im Alter von 3 bis 17 Jahren befragt. Gesundheitsminister Karl Lauterbach sieht vor allem die Lockdowns während der Pandemie als Auslöser. Kinder haben unter der Pandemie mit am stärksten gelitten. Dass so viel Unterricht und besonders Sportunterricht ausgefallen ist, hat gefährliche Nebenwirkungen auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. So weit sollten wir es nicht noch einmal kommen lassen. Außerdem möchte Lauterbach den Schulsportunterricht und die Sportvereine fördern. Für ihn der beste Weg, gegen die psychischen Folgen anzugehen, mit denen viele seit der Pandemie zu kämpfen haben. Der Umfrage zufolge verschärfen Corona, Lockdown und Co. auch noch die gesundheitliche Ungleichheit. So seien Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien doppelt so häufig von einer ungesunden Gewichtszunahme betroffen wie ihre Altersgenossen aus einkommensstarken Familien. Die Deutsche Adipositas-Gesellschaft hat andere Lösungsvorschläge. Sie fordert unter anderem Werbeverbote für ungesunde Lebensmittel, eine Mehrwertsteuerbefreiung für Gemüse, Obst und Hülsenfrüchte und sieht auch die Eltern in der Verantwortung. Denn die müssen ihren Kindern einen aktiven Lebensstil vorleben.